Haben Homeschooling und die lange Zeit vor Computern und Handys dem Sehen geschadet? Das will ich wissen. Ich habe übrigens extra ein Gerät organisiert, mit dem ich messen kann, ob jemand kurz- oder weitsichtig ist. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Hallo! In der Augenklinik habe ich oft Sehtests gemacht. Hier ist jetzt aber keiner drauf vorbereitet. Ich habe ein kleines Gerät dabei, das misst einmal mit Infrarot, nämlich eure Augen, die Brillenwerte. Fangen wir mal bei dir an. Du schaust auf die Nase von dem Menschen. Innerhalb von Sekunden kann ich das Ergebnis ablesen. Du bist bei minus 1,5 Dioptrien auf beiden Augen. Ach, tatsächlich. Hättest du jetzt nicht erwartet? Nee, eigentlich nicht. Schockt dich das jetzt? Ja, also stört mich irgendwie im Alltag anscheinend nicht. Deshalb. Also am besten mal zum Augenarzt gehen. Am besten mal zum Augenarzt gehen? Wann warst du das letzte Mal? Ich war, glaube ich, noch nie beim Augenarzt, um ehrlich zu sein. Vielleicht bei der Führerscheinprüfung, doch. Ja. Der braucht wahrscheinlich schon mal eine Brille. Und die nächsten? Das ist alles im grünen Bereich. Mir hat es auch gerade gezeigt, unauffällig. Also du hast echt super Werte. Hier steht, dass du auf dem rechten Auge bei minus einer Dioptrie bist. Das bedeutet für dich, dass das Auge ein bisschen kurzsichtig ist. Und hier wird mir auch tatsächlich angezeigt, auffällig. Ja? Was macht das jetzt mit dir, wenn du so erfährst, bisschen im Minus? Ich bin so verwunderlich ist das jetzt nicht. Vielleicht ahnt er, dass er zu lange vor dem Computer sitzt. Der Blick nach Asien zeigt jedenfalls, dass dort bereits 80% der Kinder kurzsichtig sind. In Corona-Zeiten wurden es noch mehr. Ein Grund, sie verbringen immer mehr Zeit vor Handys, Tablets oder Büchern. Und das gilt auch für unsere Kinder im Lockdown. Ihre Augen sind dadurch permanent auf Nahsicht eingestellt. Zu nah schauen ist ein Problem. Wie machen es die Kinder hier? Das teste ich jetzt mit einer Spezialbrille. Und falls das Gerät vibriert, dann wird dir angezeigt, dass es zu nah ist, sieht aber gut aus. Und du arbeitest immer da unten? Mhm. Wahnsinn, okay. Sehr, sehr vorbildlich. Wie hältst du denn dein Handy, wenn du so drauf schaust und was drauf machst? So. Ungefähr so. Super, dann hätte ich nämlich hier mal noch einen kleinen Test. Zieh mal bitte einmal die Brille auf. Setz da einfach auf. Und dann nimm noch mal bitte dein Handy. Mhm. Dann kannst du auch was drauf machen. Kannst einfach mal in eine App reingehen oder ins Internet. Und wenn du da was drauf machst, dann bist du immer so vom Abstand. Ja. Wann hat die vibriert? Ab hier irgendwo. Ab hier ungefähr, ja. Okay. Das sagt dir nämlich, wie nah du maximal sein solltest. Also eigentlich lieber ein bisschen weiter weg, weil zu viel in die Nähe schauen ist halt auch nicht so gut für die Augen. Das war letztlich so ein bisschen der Test. Denn beim Nahsehen passiert Folgendes. Die Linse ist abgekugelt, damit das Bild auf der Netzhaut scharf ist. Wenn Kinder, die noch im Wachstum sind, sehr lange in die Nähe, unter 30 cm schauen, passt sich der Augapfel an. Er wächst stärker als normalerweise in die Länge. Die Folge: In der Nähe sieht das Kind zwar gut, bei weiter entfernten Objekten liegt die Schärfe aber nicht mehr auf, sondern vor der Netzhaut. Das Kind sieht unscharf, es ist kurzsichtig geworden. Der Augapfel kann sogar noch weiter wachsen und die Kurzsichtigkeit so immer stärker werden. Wie viel Zeit verbringst du denn so vorm Handy? Kannst du das sagen? Nee, keine Ahnung. Doch, da hast du bestimmt eine Ahnung. Am Tag? Überleg mal. Ich weiß nicht. 3 Stunden, 2 Stunden? Ja. Glaube ich schon. Also, wenn man alles zusammenrechnet, ist ja egal, was, ob man im Chat irgendwie gerade was schreibt oder halt einen Film guckt. Was würdet ihr schätzen, wie viel Zeit habt ihr so am Tag mit Bildschirm verbracht? Mit Handy und allem? Ja. Bestimmt 8 Stunden. Ja, 7, 8 Stunden hätte ich auch gesagt. Wie viel Zeit seid ihr draußen unterwegs beim Tageslicht? 6, 7 Stunden vielleicht. Echt? So lange? Nee, bei mir gar nicht. Also vielleicht ein Spaziergang. Wie viel Zeit bleibt denn da noch für Freizeit draußen bei Tageslicht? Bei Tageslicht bleibt dann nicht mehr so viel Zeit. Ist eher schon im Dunkeln, wenn man dann noch was macht. Und meistens verbringt man die Zeit dann irgendwie zu Hause. Nicht nur wer zu lange zu nah vor dem Computer sitzt, wird häufiger kurzsichtig, auch das Licht spielt eine wichtige Rolle. Das haben Studien in Sydney herausgefunden, bei denen die Sehfähigkeit von fast 4000 Schulkindern überprüft wurde. Kinder, die viel draußen waren, wurden seltener und weniger stark kurzsichtig als Stubenhocker. Und dabei war es egal, womit sich die Kinder draußen beschäftigten. In China wollte man das genauer wissen. 900 Grundschüler mussten während der Schule 40 Minuten rausgehen, genauso wie in ihrer Freizeit. In den Kontrollschulen blieben die Kinder drinnen, so wie bisher. 3 Jahre später brauchten von den Stubenhockern deutlich mehr Kinder eine Brille.
Tageslicht schützt also vor Kurzsichtigkeit. Forschende vermuten, dass es im Auge die Netzhaut anregt, Dopamin auszuschütten. Der Botenstoff verhindert, dass der Augapfel wächst. Kinder, die mindestens 2 Stunden am Tag draußen sind, reduzieren ihr Risiko, kurzsichtig zu werden, um die Hälfte. Das ist auch schon für die ganz Kleinen wichtig. Wie alt bist du denn? 3. 3 bist du. Guck mal, ich komme auf deine Höhe. Du kannst einfach stehen bleiben. So. Jetzt muss das Gerät nur mitmachen. Das Gerät sagt mir jetzt, dass die Werte ganz, ganz leicht im Minus sind, am linken Auge ein bisschen stärker. Seit Corona ist dann die Zeit, die drin verbracht wird, deutlich mehr geworden. Ja, schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Doch. Zu den Hochzeiten auf jeden Fall. Ja. Viele Sachen sind ja auch flach gefallen. Sport zum Beispiel für so Kinderturngruppen. Heißt aber, ein Besuch beim Augenarzt oder bei der Augenärztin würde auf jeden Fall mal Sinn machen. Ja, wir haben gerade gesehen, das mit dem Abstand machen wir schon echt richtig gut. Was mich aber echt gewundert hat, viele junge Leute brauchen eine Brille und wissen gar nichts davon. Das war zwar nur eine kleine Stichprobe, aber erstaunlich viele waren kurzsichtig. So sind in Deutschland bis zum Ende der Grundschulzeit rund 15% der Kinder kurzsichtig. Später, im Alter von 25, brauchen rund 45% eine Brille. Der Blick nach Hongkong, Taiwan, Singapur oder China zeigt, wie dramatisch die Lage jetzt schon ist. Über 80% der jungen Erwachsenen sind kurzsichtig. Ein Fünftel so stark, dass im Alter eine Sehbehinderung droht. ExpertInnen befürchten, dass 2050 die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung kurzsichtig sein könnte. Leila ist 14 Jahre alt. Heute ist Samstag, Zeit fürs Fitnessstudio. Aber egal ob auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband, ohne Brille geht gar nichts. Denn Leila ist stark kurzsichtig. In der Ferne sieht sie kaum was. Gleich nach ihrem Training hat sie einen wichtigen Termin. Beim Augenarzt. Leila wird erfahren, ob ihre Kurzsichtigkeit wieder schlimmer geworden ist. Das Gefühl vor einer neuen Messung ist natürlich aufgeregt. Wie haben sich meine Augen verändert? Haben sie sich verschlechtert oder sind die Werte gleich geblieben? Deswegen bin ich natürlich etwas aufgeregt. Rückblende. Leila ist 10, da bemerkt sie in der Grundschule, dass sie weniger sieht als ihre Banknachbarin. Also ich habe sie gefragt, kannst du das denn sehen an der Tafel? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, dass ich es nicht sehen kann. Und dann habe ich halt immer geguckt, was sie so schreibt. Und dann habe ich es halt immer abgeschrieben. Leila hat Glück, denn ihr Vater ist Augenarzt und reagiert sofort. Mit seiner starken Kurzsichtigkeit von -8 Dioptrien hat er die Folgen selbst zu spüren bekommen. Netzhautablösung und grauer Star. Er musste sich mehrfach operieren lassen. Das war für mich dann auch letztendlich die Motivation, sie mit den Atropintropfen zu therapieren, damit sie nicht das Gleiche erleiden muss wie ich. Damals, 2017, sind die Atropin-Augentropfen noch eine sehr neue Therapie in Deutschland. Leila fängt mit 10 Jahren an, die Tropfen zu nehmen, 3-mal pro Woche. Also ich nehme meine Augentropfen abends, weil wenn ich sie zu spät abends nehme, dann habe ich halt morgens Probleme beim Sehen, das ist dann halt so ein bisschen verschwommen. Atropin ist ein Nervengift. In den Augentropfen ist es sehr gering dosiert. Es bewirkt, dass Zellen der Netzhaut vermehrt Dopamin freisetzen. Der Botenstoff soll das Wachstum des Augapfels bremsen. Hallo. Hallo Leila, du kannst dir schon direkt deine Brille geben und dich dort auf dem Hocker hinsetzen. Dann mache ich eine Messung bei dir. Regelmäßig muss Leila zur Augenkontrolle. Klinische Studien zu Atropin stammen bisher alle aus Asien, wo das Mittel häufig eingesetzt wird. Daher übernimmt die Krankenkasse das Medikament nicht. Heute liegt es bei -1,5, das heißt, es hat ein wenig zugenommen, was aber in völlig gutem Ausmaß ist. Das heißt, die Atropintherapie, die funktioniert bei der Leila und deshalb werden wir diese Therapie dann bei ihr weiter fortführen. 2 Jahre später. Ich lese sehr viel. Also sehr viele Bücher parallel und auch sehr schnell meistens. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Klavier spiele, dann ging das gar nicht mehr ohne Brille, weil ich sehe das dann wirklich gar nicht. Obwohl Leila immer noch regelmäßig Atropintropfen nimmt, hat ihre Kurzsichtigkeit stark zugenommen. Leilas Vater überprüft die Augen seiner 12-jährigen Tochter. Die Messung ergibt eine deutliche Verschlechterung. -4 Dioptrien. Heute, 2021, nimmt Leila die Tropfen nicht mehr.
Jetzt soll eine Spezialbrille das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit aufhalten. Deren Brillengläser haben ihre Sehstärke von inzwischen minus 4,75 Dioptrien. Das Besondere sind jedoch zusätzlich 396 winzige Linsen mit einer anderen Brechkraft von plus 3,5 Dioptrien. Das Prinzip? Alles, was Leila direkt anschaut, wird vom Hauptglas der Brille normal korrigiert und erscheint scharf. Anders bei Objekten im äußeren Sichtfeld. Die vielen kleinen Linsen brechen das Licht so, dass die Schärfe vor der Netzhaut liegt. Für das Auge ein Signal, dass es zu lang ist. Es soll nicht weiter wachsen. Eine chinesische Studie an 160 kurzsichtigen Schülern zeigt die Wirkung. Die Hälfte trug eine normale Brille, die andere Hälfte die Spezialbrille. Nach 2 Jahren waren die Augen der Kinder mit der Spezialbrille um 60% weniger gewachsen. In Deutschland gibt es diese Brillen erst seit Anfang 21. Leila ist eine der ersten hier, die sie ausprobiert. Nach dem Training steht heute die Messung an, in der Praxis ihres Vaters. Also wenn ich dann immer hier hinkomme, um meine Augen wieder zu vermessen, dann bin ich also klar erstmal ein bisschen aufgeregt, weil ich denke, so hat sich das jetzt verschlechtert oder verbessert. Seit einem Jahr trägt sie jetzt die MyoSmart-Brille mit den besonderen Gläsern. Als ich die neue Brille eigentlich dann bekommen habe, habe ich mich eigentlich gefreut, weil also es war ja was Neues und am Anfang muss ich mich natürlich erstmal dran gewöhnen, aber danach war ich eigentlich sehr zufrieden und bin es immer noch. Es ist so, dass die Hälfte der Kinder nach einem Tag sich schon an dieses neue Bild gewöhnt haben. Und je länger man diese Brille trägt, morgens bis abends, desto besser ist natürlich auch der Effekt. Brille oder Tropfen? Leila hat den Vergleich. Ja, ich würde die Brille den Tropfen eigentlich vorziehen, weil ich habe die Brille die ganze Zeit auf. Das heißt, dass es sehr viel effektiver ist und dass es auch sehr viel sicherer ist, als wenn ich jetzt die Augentropfen nehme und das dann vielleicht nicht immer klappt. Kannst du vor dem Gerät Platz nehmen, bitte. Einmal im Jahr muss Leila die Augen überprüfen lassen. Hier in die Schale legen, Stirn oben gegen. Wir starten mit deinem rechten Auge. Du schaust bitte einfach gerade in das Gerät hinein. Das Ergebnis? Minus 4,75 Dioptrien rechts und minus 4,5 links. Das heißt, keine Verschlechterung. Ich bin halt glücklich, dass es funktioniert, die MyoSmart-Gläser, und dass sie mir helfen und dass sie auch anderen Menschen helfen können. Ein Jahr mit der neuen Brille und die Werte sind unverändert. Heute sind Leila und ihr Vater auf jeden Fall zufrieden. Video schaltet zu Johannes Quad nach New York. Er ist jetzt 35. Diese Bilder hat er für uns aufgenommen. Noch vor einem Jahr wäre seine Fahrradtour im Central Park ohne Brille oder Kontaktlinsen nicht möglich gewesen. Als kleines Kind hatte ich perfekte Sehstärke. Und dann hat sich das so während der Uni entwickelt. Ich weiß, dass ich im Abi noch gut gesehen habe, aber dann so, als ich in den ersten Vorlesungen war, habe ich gemerkt, so langsam, hoppla, jetzt sehe ich die Schrift nicht mehr am Projektor. Rückblick 2020. Im New Yorker Stadtteil Soho betreibt der geborene Münchner ein Start-up-Unternehmen für Sneaker. Seine Kurzsichtigkeit von minus 1,7 bis 2 Dioptrien nervt den Unternehmer. Er beginnt zu recherchieren. Als ich zum ersten Mal vom Augenlasern gehört habe, war ich schon skeptisch. Dann hört man diese Geschichten, dass nach LASIK die Augen lebenlang trocken sein können oder dass die Augen super angestrengt sind. Ich habe auch gehört, dass die Sicht dann teilweise nicht ganz scharf sein kann. Dennoch, im Oktober 2020 fliegt er in seine Heimat nach München. An der Augenklinik der Universität wird die in Deutschland entwickelte Lasermethode SMILE praktiziert, die besonders schonend für die Augen sein soll. Wir treffen Johannes Quad am Tag der Operation. Also man ist natürlich ein bisschen angespannt und überlegt sich, okay, was sind jetzt die Risiken, was könnte schief gehen bei der Operation? Johannes Quads rechtes und linkes Auge sind betäubt und werden jetzt beide gelasert. Das ist bei diesem Verfahren so üblich. Ein leichtes Vakuum saugt seinen Augapfel an den Laser. Perfekt, so bleiben. Sehr schön.
so läuft, alles super, 30 Sekunden, einfach so bleiben. Grüne Punkt kann schwächer werden, einfach so bleiben oder gar verschwinden, das ist normal. Mit dem Laser wird eine dünne Schicht Gewebe in Johannes Augenhornhaut präpariert und minimalinvasiv durch einen kleinen Schnitt herausgezogen. Nach 20 Minuten ist die Operation an beiden Augen vorbei. Jetzt muss sich die gelaserte Hornhaut erst einmal regenerieren. Ich sehe es jetzt schon, obwohl alles noch ein bisschen verschwommen ist, wegen des Vakuums. Ich sehe jetzt schon, dass ich so Schriften erkennen kann und so. Also schon mal erstes gutes Resultat, ja. 2 Tage danach. Johannes wohnt bei seinen Eltern bei München und kann schon joggen gehen. Es war ein richtiger Aha-Moment, am Morgen nach der OP aufzuwachen und aus dem Fenster zu schauen. Und wir sind hier auf dem Land. Aus dem Zimmer sieht man einen Kirchturm und ich konnte die Kirchturmuhr lesen. War schon richtig beeindruckend. 1 Jahr später in New York. Wir wollen wissen, wie es Johannes heute geht. Denn nach der Laseroperation kann es auch Komplikationen geben. Was ich am stärksten gemerkt habe, war, dass ich, wenn ich in starke Lichter geschaut habe, zum Beispiel Autoscheinwerfer, noch über bestimmt gut 3 Monate immer so einen Kranz, so einen Lichtkranz um dieses Licht rum gesehen habe. Und ich habe mich ehrlicherweise gefragt, ob das weggeht. Aber ja, innerhalb von 3 Monaten hat sich das dann erledigt. Augen und Sehkraft verändern sich mit dem Alter zwar wieder, doch heute, 1 Jahr nach seiner Operation, kann Johannes durch den Central Park radeln. Ohne Brille oder Kontaktlinsen. Ui, das war spannend. Findet ihr auch? Dann lasst uns in den Kommentaren an euren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Hier gibt es noch 2 weitere Videos von uns. Und vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken und die Glocke.